Ralf Lohse, lange Zeit in Unterzahl gespielt mit 10 Mann und trotzdem 3-1 eigentlich souverän runtergespielt. Sollte man immer mit 10 Mann anfangen? Oder? Ja, souverän runtergespielt. Ich denke, man hat gesehen, dass wir ganz gut im Spiel waren. Wir haben Führungstreffer erzielt. Stuttgart haben eine gute Mannschaft. Das weiß man. Heute noch ein Stück weit verstärkt durch die einen oder anderen, die aus dem Training der ersten Mannschaft gekommen sind. Umso schwieriger war die Aufgabe und dass wir dann natürlich über 70 Minuten mit 10 Mann spielen müssen und das Spiel für uns entscheiden, macht mich natürlich stolz und ein großes Kompliment an diese Mannschaft. VfB Stuttgart scheint uns ja zu liegen, auch letztes Jahr da schon gewonnen. Ist das denn jetzt auch ein Fingerzeig, dass wir generell gegen Amateurmannschaften besser bestehen können diese Saison? Ja, das sind ja keine Amateurmannschaften. Ich würde das immer sagen, das sagt man so schnell. Ich würde sagen zweite Mannschaften, aber es sind Vollprofis wie jeder andere auch und ich glaube, dass diese Spieler, die wir heute gesehen haben, Minimum zweite Liga, wenn wir nicht in der Bundesliga irgendwann wiederzusehen sind. Das sind junge Burschen, die natürlich dann auch solche Situationen vielleicht nicht immer so kennen, aber wir haben das sehr fleißig und wirklich mit großer Energieleistung heute gewonnen und deswegen sollten wir mal heute sehr zufrieden sein. Wenn ich mich hier umgucke, überall im Preußenlager glückliche Gesichter, aber einer sticht so ein bisschen heraus, Abdi, der strahlt wie ein Honigkuchen fährt. Was haben Sie mit dem gemacht? Ja, dem Abdi habe ich gesagt, dass er in der Halbzeit, dass er morgen wieder intensiv trainieren kann, weil er ja heute nicht lange gespielt hat, weil er raus musste, weil ich halt einen Abwehrspieler bringen musste, Stürmer opfern musste, aber ich denke, da hat er kein Problem mit und wichtig sind die 3 Punkte. Es geht nur um das ganze Team und da müssen manchmal auch Spieler oder Trainer oder wer auch immer zurückstehen. Sie waren ja letzte Saison auch schon da, jetzt sind ja 12 neue Preußen hier. So ein kleiner Vergleich. Sind Sie stolz auf das, was Sie bis hierhin geschafft haben in der Mannschaft? Ja gut, ich denke, das war natürlich sehr eine schwierige Aufgabe, diese vielen Abgänge dann auch zu kompensieren. Wir haben sehr viel Geduld gezeigt, im richtigen Moment vielleicht auch zugeschlagen und wir haben schwere Verletzungen hinnehmen müssen, das dürfen wir auch nicht vergessen, dass einige ausfallen und trotzdem haben wir jetzt hier diese Leistung abgerufen. Das ist wichtig gewesen, der erste Sieg für die Mannschaft. Das sollte ein Stück weit auch Selbstvertrauen geben. Aber wie gesagt, es geht ja in 2 Wochen weiter. Und bis dahin hoffe ich auch, dass wir mit dieser Energieleistung uns gut regeneriert haben. Letzte Frage. Abdi Amascheibe und Marco Pischon haben heute, einer hat gestartet, der andere ist dann nach der roten Karte reingekommen. Vor der Saison waren sie eigentlich als Wechselkandidaten deklariert. Das freut sie doch, dass man jetzt die auch nochmal richtig integriert hat und auch Qualität dazu gewinnt, oder? Ja gut, man muss natürlich immer auch sehen, dass die beiden sehr gute Verträge haben und natürlich der Vorstand auch abwägen muss, wie ist die Leistung, die gegengezeigt wird. Und das war leider jetzt zuletzt nicht so gut in der letzten Saison und in der vorletzten und ich freue mich, dass sie sich so gut entwickelt haben. Abdi hat einen Treffer erzielt, heute konnte er noch nicht so viel zeigen, also ich hoffe, wir sehen von ihm noch mehr, aber auch er und Marco Pischon haben in der Zeit, wo sie auf dem Platz standen, ihre Sache sehr gut gemacht. Ja, also ich freue mich für sie und für das ganze Preußenlager, für das erste Auswärtsspiel, ersten Auswärtssieg und ich hoffe, gegen Würzburg geht es so weiter. Danke. Niklas Lomb, erstes Auswärtsspiel mit Preußen und sofort 3-1 gewonnen. Nach dem Heimunentschieden, bist du froh oder sind ein paar Steine vom Herzen gefallen? Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, wir haben heute eine super Mannschaftsleistung gezeigt. Wir haben 65 Minuten, glaube ich, in Unterzahl gespielt und haben das Spiel trotzdem gewonnen. Gegen die zweite Mannschaft ist das immer schwer. Die sind immer spielerisch sehr stark und da musst du kompakt in der Defensive stehen. Und wir haben das trotzdem, obwohl wir ein Mann weniger waren, haben wir das super gemacht. Wir standen hinten sehr sicher und haben dann vorne auch die Abschlüsse gut platziert, dass wir so auch 3-1 gewinnen konnten. Du sprichst es an, ihr seid sehr früh in Unterzahl geraten. Wie bewertest du die Situation, die zu der roten Karte führte? Ja, das macht der Stürmer natürlich auch clever. Also der kriegt den Ball in den Lauf. Chris will mitkommen. Er versucht zu kreuzen, der Stürmer, lässt sich fallen. Und das sieht immer scheiße aus. Und also wenn er pfeift, dann muss er rot geben? Ja, also das ist ja leider die Regel so. Letzter Mann ist er da. Und dann macht der Stürmer das einfach clever. Dann muss er leider rot geben. So bitter das war. Aber umso besser war es von der Mannschaft, die Reaktion, die wir gezeigt haben, dass wir das Spiel gewonnen haben.
Wart ihr taktisch einfach reifer als Stuttgart oder was ist der Hauptgrund für den Sieg? Ja, wir standen einfach sehr kompakt. Also wir haben, was uns natürlich super in die Karten gespielt hat, dass wir das 2-1 noch vor der Halbzeit gemacht haben. Wir wussten natürlich, dass sie jetzt mit Mann und Maus nach vorne rennen werden und anlaufen werden, um den Ausgleich zu machen. Aber wir standen einfach defensiv sehr gut von vorne an. Die Stürmer standen, haben schon sehr gut mit nach hinten gearbeitet und dann haben wir eine sehr gute Defensivarbeit gezeigt. Ja. Was, also bis jetzt ein paar Wochen hier, wie ist dein erster Eindruck? Also du warst ja auch schon woanders schon in der dritten Liga in Halle. Kannst du da so Vergleiche mal ziehen? Ja, es macht einfach Spaß. Also ich meine, Preußen ist ein absoluter Traditionsverein. Du hast hier wieder auswärts gespielt und die Fans haben mehr Stimmung gemacht als die Heimfans. Das ist einfach geil, es macht Spaß. In Halle, wir hatten auch Fans da. Aber ich bin einfach froh, jetzt hier in Münster zu sein und der Mannschaft weiter zu helfen. Und es macht einfach Spaß, vor den Fans zu spielen. Ja, danke fürs Interview und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Ciao. Carsten Rockel, auswärts beim VfB. Die Mannschaft liegt uns, oder? Ja, aber gut, heute hat es uns auch schon ein bisschen was abgefordert, aber wir haben es gut gemacht. Vor allem, wenn du da 70 Minuten lang in Unterzahl spielst. Sehr gute Leistung einfach, dass wir dann mit dem Dreier vom Platz gehen. Du bist ja einer der Hauptverantwortlichen für den Umbruch der Mannschaft. Hättest du das schon so früh erwartet, dass man taktisch so gut oder mit 70 Minuten so gut auftritt? Ja, wie gesagt, die Einstellung war top und wie die Jungs sich dagegen gestemmt haben, war alles gut. Ich denke aber, dass wir noch eine Menge Sachen auch sehen, wo wir noch verbessern müssen, wo wir auch die Abstimmung noch besser hinbekommen müssen. Also da ist jetzt nicht alles Gold, was glänzt. Ich freue mich total, dass jetzt der erste Dreier drin ist. Das ist ganz klar. Aber wie gesagt, es wartet nach wie vor viel Arbeit. Wenn man nach dem Abpfiff so ein bisschen in die Gesichter überall guckte, in der Preußenrunde waren alle am Strahlen. Aber einer strahlte so ein bisschen heraus, Marco Pischon und Abdi Amashaibu. Ist das auch ein Markenzeichen, dass man solche Leute wieder voll mit reinbekommt? Ich finde schon, aber es ist auch ein Zeichen von den Spielern. Also muss man ganz klar sagen, ich kann da einfach nur ein Riesenkompliment einfach weitergeben an die beiden Jungs, so wie die es gemacht haben in den letzten Wochen. Das war hervorragend, das war vorbildlich, das war sehr professionell und es zeigt auch, dass sie mit solchen Leistungen zurück auf den Platz kommen. Ja, und das ist halt Fußball, da geht es manchmal ganz schnell und dann ist man auf einmal wieder drin. Jetzt war ja auch dieses Spiel bezeichnend dafür, dass Preußen relativ früh in Unterzahl gespielt hat, taktisch eigentlich alles über den Haufen geworfen hat. Weil das war eigentlich nicht die Marschroute, so wie man dann gespielt hat, oder? Was war das für eine Marschroute? Das war eigentlich nicht die Anfangsmarschroute. Nein, natürlich nicht, aber dann bist du ja gezwungen, sofort umzustellen. Wir mussten ja dann auch Abdi, sag ich mal, sozusagen opfern. Und insofern musste man wirklich da sehen, dass man einfach gut steht, die Räume zumacht und dann nicht jetzt komplett alles verliert. Aber in Unterzahl kannst du dann nur noch, wie gesagt, versuchen, die Räume dicht zu halten und dann noch nach vorne natürlich einen Stich zu setzen, wenn es geht. Ist das jetzt so ein erstes Ausrufezeichen oder was glaubst du, hat das irgendeine Bedeutung für die Saison? Ich glaube, wir sollten das nicht jetzt so hochhängen. Wir sollten jetzt einfach die Erleichterung, die spürt man ja auch. Der erste Dreier ist geschafft, verdient, total verdient, in Unterzahl auch noch. Das zweite Mal jetzt schon eine rote Karte, die man wegstecken muss und das soll man alles mitnehmen, aber wie gesagt, wir haben jetzt das Pokalwochenende vor der Tür und dann haben wir auch ein bisschen Zeit, uns wieder auf Würzburg vorzubereiten. Wie gesagt, es gibt noch viel Arbeit. Du sprichst die rote Karte nochmal an. Ist das ein bisschen ärgerlich, dass wir immer so nicht so eindeutige Szenen rot sehen? Ärgerlich vielleicht schon, aber wir dürfen es auch nicht überinterpretieren. Ich denke, sowas gleicht sich über die Saison hinaus aus. Es war jetzt leider so, erst und zweites Spiel beides Mal schon eine rote bzw. gelb-rote Karte, aber das wird sich ausgleichen. Also das hänge ich jetzt nicht so hoch. Also machst du den Chris Phillips heute keinen Vorwurf, oder? Nein, überhaupt nicht. Also er hat noch versucht, das zu löschen, hat nicht geklappt und der Stürmer hat es gut gemacht, fädelt ein und dann kennen wir die Situation ja, wenn er dann auf Elfmeter entscheidet, dann ist es eine Notbremse, muss er rot geben auch. Ich hoffe, dass er nicht lang gesperrt wird. Okay, gute Heimfahrt. Ich hoffe, du bist nicht so lange im Stau wie wir bisher und bis zum Würzburg-Spiel. Ciao. Okay, danke. Tschüss. Amaury Bischoff, erstes Auswärtsspiel und trotz Unterzahl sofort 3-1 gewonnen. Muss immer erst der VfB 2 kommen? Nee, das glaube ich nicht, aber ich denke, dass wir haben sehr gut angefangen zum Spiel. 1-0 in Führung, dann natürlich
quasi die erste Aktion von Stuttgart. Ja, unglücklich für uns, Elfmeter, rote Karte. Ja, unglückliche Aktion, aber ich meine, dann haben wir eine riesige, gute Leistung gemacht. Die ganze Mannschaft hat sehr gut gearbeitet. Auch die Leute, die reingekommen sind, haben die auch sehr gut gearbeitet. Und ich denke, das ist ja, verdient. Auch mit 10 Mann haben wir viele Aktionen gehabt, einmal auf Pfosten und natürlich am Ende so viele Konter. Aber über alles, ich bin sehr froh, die ersten 3 Punkte auswärts. Wir wissen, letztes Jahr, das war auch nicht einfach, auswärts zu punkten. Und ich denke, heute war eine riesige Leistung zu unserer Mannschaft. Und ja, ich bin einfach froh. Macht dich das als Captain stolz, dass du behaupten kannst, okay, wir haben 70 Minuten uns dagegen gestellt und trotzdem noch so gewonnen? Ja, Captain ist, wir haben so viel geredet darüber. Ich denke, das ist, ja, muss jemand sein, bin ich. Ich bin auch froh, dass ich Captain bin, aber meine ich, über alles zählt, was die Mannschaft macht. Natürlich 70 Minuten in Unterzahl, das ist auch nicht einfach, aber das zeigt einfach, dass unsere Wille, unser Kampf, und das hat letztes Jahr ein bisschen bei uns gefehlt, und ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Spiel in Unterzahl, dass wir das gewonnen haben, dass wir gezeigt haben, dass wir einfach eine gute Mannschaft haben mit Qualität und auch Kampf, und ich denke, dass wir können auch, wenn wir so weiterspielen, was erreichen. Du bist ja jetzt auch schon länger da. Ist das der große Unterschied zur letztjährigen Mannschaft, dass der unbedingte Wille da ist? Ja, müssen wir auch nicht übertreiben. Das ist ein super Spiel. Gute Leistung von uns, aber wir müssen das nochmal machen. Nicht nur einmal heute, sondern auch in 2 Wochen oder später in die Liga. Natürlich, ich kenne die Verein von A bis Z. Das ist auch sehr wichtig für mich und vielleicht für die Mannschaft, die war ein riesen Umbruch für uns. Und ich denke, dass das mit meiner Erfahrung, ich denke, das ist auch gut. Und ja, ich bin einfach froh, heute die 3 Punkte zu holen. Sogar auswärts ist noch besser als heute. Ja, danke fürs tolle Spiel und viel Glück nächste Woche, in 2 Wochen gegen Würzburg. Danke. Ciao. Ciao.